So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Super Mario 3D World. Und ja, man sieht es wahrscheinlich an der Weltenzahl. Ich habe ein bisschen weiter gespielt privat, habe ich auch gesagt, soweit ich weiß. Nicht das ganze Game durchgespielt, weil ich ja immer noch in diesem League-Hype bin. Mario-Knopf? Auch, ich weiß, was das ist, fuck. Jetzt dürfen wir das ganze Level nochmal spielen. Waren ja eh nicht weit. Also, soweit ich weiß, braucht man für diese Knöpfe eben den Charakter, ja? Weil sonst kann man die Sammelgegenstände nicht einsammeln. Also eher an Nintendo an dieser Seite. Ah, hier haben wir das Katzen-Item, das ist auch gut. Können wir das erste Teil hier oben holen. Ja, warum spielen wir mal 3D World? Kurz gesagt, wieder ein bisschen Abwechslung in den Kanal und so bringen. Weiß gerade den... Ey, du Drecksvieh. Ich weiß gerade gar nicht mehr die Reihenfolge, also von Spielen, die wir jetzt in letzter Zeit hatten. Ich weiß einfach, es ist, glaube ich, gut gefüllt mit League of Legends. Meine Fresse, ey. Ja, aber auf jeden Fall einfach eine Menge League of Legends und so Zeug. Deswegen wollte ich jetzt einfach mal wieder ein bisschen Abwechslung bringen. Eigentlich wäre ein anderes Spiel gedacht gewesen. Das Problem ist, ich komme bei dem einfach nicht so gut voran. Also kurz für alle, die es nicht wissen, das Spiel ist... Also man kann es eigentlich gar nicht wissen, sorry. Das Spiel heißt Fiesta, das ist ein RPG-Game und das habe ich, ja, einfach mal jetzt für kurze Zeit so gespielt gehabt. Ich komme nicht wirklich weiter mit dem Game, also ich hänge noch ein bisschen so am Anfang fest. Aber ich habe es einfach so runtergeladen, weil mich diese RPG-Szene eh schon interessiert hat. Beziehungsweise ich glaube, ich habe schon mal auf dem 3DS eingespielt. Ey, ey, wieso komme ich da nicht hoch? Nein. Hä? Das war jetzt schon der Stern? Hä, das war ja easy. Gehst da rein. Wait a minute. Gehst da rein. Gibt's hier eigentlich einen unten? Ja. Okay, jetzt haben wir alle Sammelgegenstände, das ist auch schon mal gut. Und was das da oben war, ist anscheinend nicht wichtig. Weil ich meine, wir haben ja alles. So, gibt's jetzt einen kleinen Bossfight hier? Ich habe für alle, die es interessiert, by the way, eine neue Brille. Also ich kann jetzt mal so einigermaßen ein Bild von der alten zeigen. Also das wäre jetzt halt die alte. Und jetzt habe ich so eine etwa. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen oder so, deswegen... Ja, ist einfach eine, die ist, würde ich jetzt mal behaupten, etwas alltagstauglicher und ja. By the way, ich hätte sonst eigentlich noch ein Thema für dieses Video und zwar, das ist so, ich war vor kurzem in Deutschland und ich habe ja ein 3DS. Ich spiele zwar nicht mehr auf dem, also, ja, seitdem ich halt die Switch habe, game ich halt eher selten auf dem. Ich habe ein bisschen Luigi's Mansion noch auf dem drauf gespielt, aber mehr nicht. Und das Ding ist, die Konsole wurde ja jetzt eingestellt, also die gibt es jetzt nicht mehr zum Kaufen. So, Nummer 2, jetzt können wir kurz da runter. Und jetzt zum eigentlichen Thema jetzt, es ist folgendermaßen, ich war ja in Deutschland, Müller, heißt der Laden. Wieso kommt jetzt der andere? Er ist tot. Ja, wie gesagt, ich war in Müller halt, das ist ein Laden in Deutschland, für alle, die den nicht kennen. Wird zwar wahrscheinlich eh jeder kennen, aber ja, sag's trotzdem sicherheitshalber. Und ich war halt interessiert an den 3DS-Spielen, weil die Konsole wird ja eben, wie gesagt, nicht mehr produziert. Bedeutet halt, das ganze Zeug ist halt... Die Konsole wird ja, wie gesagt, eben nicht mehr produziert. Bedeutet halt, das ganze Zeug ist halt runtergesetzt, beziehungsweise, ja, halt sau billig, weil es halt niemand mehr möchte, so wirklich so. Also es ist halt nicht mehr aktuell so. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, wie alt der 3DS ist, aber der 3DS hat scheiße lange auf dem Markt durchgehalten, bevor der eingestellt wird. Genau das ist es. Genau das habe ich eben befürchtet. Man braucht jetzt 4 Leute, um das Level abzuschließen. Egal, dann machen wir es halt nochmal. Ich hole jetzt kurz etwas, ich komme gerade wieder. Also ja, war ich wie gesagt in Müller und habe halt noch 3DS-Spielen gesucht, weil die Konsole wird ja nicht mehr produziert, bedeutet das billiger. Da bin ich auf ein Spiel gestoßen. Das hat mich echt verwundert vom Preis her. Oh ne, die kommen hier runter. Also ich dachte mich so... What the fuck, sehe ich nicht richtig? Ja, ihr müsst euch ja vorstellen, alte Konsole hin oder her, das ist ja trotzdem ein Arbeitsaufwand hinter einem Game. Von, keine Ahnung, mehreren Jahren und da ist ein ganzes Entwicklerstudio dahinter und so. Und das ist an sich schon ein relativ hoher Aufwand, so. Ein Game einfach schon nur zu machen, so. Moment kurz, ich glaube, da ist es was. Spring doch nicht rund. Du. Ey, du Huren. Also nochmal. Ein Game ist ja an sich ein Riesenaufwand so. Das ist ein ganzes Entwicklerstudio dahinter. Ein Haufen Marketing, Grafik, Programmieren und so Zeug. Also,
einfach einen Riesenaufwand an sich so. Alte Konsole hin oder her. Mein Gott, ich darf das Level nochmal neu anfangen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so einen Preis mal sehen werde auf einem Game. Sorry, wenn ich ein bisschen schlechter gelaunt klinge, aber das ist einfach, weil diese Mario-Klone so dumm sind. By the way, als Info einfach 3 Games oder so geholt. Ey, diese Mario-Klone, Mann. Und ja, ich möchte jetzt auch gar nicht mehr lange drum herum reden. Das Game ist Yo-Kai Watch. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Wie die meisten halt sagen, so eine Art Pokémon so. Es gab auch eine Serie dazu. Weiß nicht, ob man die kennt heutzutage noch. Also ich kenne sie, weil ich habe die extrem gefeiert. Und das Game kostet... Oder kostet, ich weiß nicht mehr, ob sie es geändert haben. Es kostet 3 Euro. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Preis zustande kommt. Wegen Material, Produktion, Versand, Marketing und das ganze Zeug. Keine Ahnung, wie das zustande kommt. Weil zu dem Game gab es halt auch eine Serie. So, dass, also das wird jetzt nicht unbedingt so billig gewesen sein. Und es kostet 3 Euro. Habe ich mir natürlich direkt ins Gold. Also ich habe das Game schon. Ich habe es schon mal gespielt. Weiß nicht, ob ich es durchgespielt habe. Glaube nicht. Aber ich habe das Game auf jeden Fall schon. Also das ist jetzt sozusagen ein doppeltes Exemplar. Und ich fand das Game jetzt eigentlich keine 3 Euro wert, also eigentlich schon mehr. Klar, es ist halt alles günstig und so Zeug, aber trotzdem. Ich freue mich zwar extrem, weil, keine Ahnung, vielleicht kann ich das in ein paar Jahren weiterverkaufen für keine Ahnung wie viel. Aber ja, ich finde 3 Euro doch ein bisschen zu tief. Und ja, ich habe mir sonst dann noch ein Mario Party gekauft. Ich weiß, dass die Mario Party Teile auf 3DS einfach scheiße sind. Aber ja, kann ich es sonst irgendwann mal spielen, wenn ich so Bock drauf habe. Und sonst wird es halt einfach in ein paar Jahren verkauft, so. Falls da irgendwer noch Interesse dran hat. Und sonst spiele ich es halt einfach selber so. Also, ich meine, ich habe die Titel alle nicht gespielt. Und wenn ich dann irgendwann, keine Ahnung, alt und grau bin und mir einfach so denke, ja, früher war alles besser, dann spiele ich einfach das Zeug von früher. Ich meine, die Konsole habe ich noch und die ist auch noch in einem guten Zustand, also ich kann die safe noch nutzen. Und ja, ich habe mir dann noch ein Zelda geholt für 20 Euro und ja, Mario Party, wie gesagt, auch für 20. Dann noch mit Yo-Kai Watch, 3 Euro, 43 Euro für 3 Games. Das finde ich absolut geschenkt. Und ja, ich habe das jetzt einfach mal gesagt, falls irgendwer vielleicht mal Interesse an sowas hat. Ja, falls es einfach irgendwelche Zuschauer hier gibt, die sich so denken, ja, okay, komm. 3 Euro habe ich, die möchte ich jetzt mal nehmen für das Spiel. Auch wenn es mich vielleicht nicht juckt. Oder keine Ahnung, ich möchte das vielleicht selber mal Stern übersehen. Oder keine Ahnung, falls halt irgendwer sagt, ja, ich möchte das noch spielen und so und möchte das nachholen. Dann hat er jetzt natürlich die Chance dazu, also. Und das war halt in so einem Teil auf dem Weg, ja, solange es einfach noch hat. So, wir haben jetzt theoretisch das Tor in die nächste Welt bekommen, aber ich möchte das hier noch kurz fertig machen. Da war dann natürlich... Die einzige Kiste, die ich nicht aufgesprengt habe, war es natürlich. Ich renne jetzt einfach noch das Level runter und fertig. Das war's, glaube ich, auch eigentlich. Also mehr habe ich jetzt eigentlich in diesem Part nicht wirklich zu sagen. Ich arbeite jetzt noch an einem zweiten Video. Also ich glaube, es gibt jetzt einfach noch ein Leak-Video die Woche. Wird wahrscheinlich die wenigsten erstaunen. Aber ja. Ich glaube, wer jetzt schon etwas länger auf dem Kanal ist oder zumindest die Thumbnails durchgeguckt hat, der wird sich denken können, dass ich gerne Leak spiele. Deswegen ja. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, das war's dann eigentlich für dieses Video. Also eigentlich habe ich nicht mehr irgendwie zu sagen oder so. Das Level haben wir jetzt auch durch. Und ja. Möchte nicht weiter einfach eure Zeit verschwenden und so. Deswegen würde ich sagen, was ist mit dem Video? Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Falls euch der Kanal gefällt, lasst gerne ein Abo da. Ansonsten macht's gut. Bis dann. Ciao.